Moin Moin, Hockader hier wieder von der Buchhandlung Almut Schmidt bzw. von Leseschatz. Morgen feiern wir den Indie Book Day. Das heißt, alle sind herzlich eingeladen, diesen mit uns zu feiern. Wir feiern nicht nur schöne Bücher, sondern auch die unabhängigen kleinen, feinen Verlage. Und man kann bei uns in der Buchhandlung vorbeikommen und viele dieser Perlen bzw. Leseschätze vorfinden. Es sind tolle Bücher, die ich ja schon teilweise bei mir im Blog Leseschatz besprochen habe. Also suchen Sie Ihre Buchhandlung auf, suchen Sie uns auf, unterstützen Sie kleine Verlage, unterstützen Sie uns, indem Sie bei uns kaufen. Man kann auch unter dem Hashtag IndieBookDay tolle Tipps finden, aber auch selber aktiv werden, indem man selber von sich ein Selfie macht, indem man ein Buch kauft von kleinen unabhängigen Verlagen und diesen Selfie mit dem Hashtag IndieBookDay in die sozialen Netzwerke wirft. Ich möchte ein paar Tipps sagen, die ich jetzt ausgewählt habe. Man kann auch von Sarah Reul als Pinkfish bekannt auch tolle Tipps vorbefinden. Die hat auch einen tollen Film gedreht. Also dementsprechend wünsche ich schon mal viel Spaß und ich hoffe, es sind jetzt welche dabei. Ich habe ausgewählt Julia Jessen, die Architektur des Knotens. Julia Jessen ist eine Autorin, die wir schon kennen durch ihren Debütroman Alles wird hell. Sie hat auch hier bei uns in der Buchhandlung Almut Schmidt gelesen. Dieses Buch ist ein sehr bewegender Roman und Julia Jessen versteht es, durch die Sprache zu agieren, weil sie selber Schauspielerin und Schauspielunterricht gibt. Und dieser Roman lebt von den farbenfrohen, kräftigen Dialogen, handelt von einer Frau, beziehungsweise es ist ein Eheroman. Und diese Frau ist es, die ihre Rolle peu à peu in Frage stellt. Und es ist wie ein Feuersamen, das heißt ein Samen, der jahrelang in der Erde ist und durch einen Waldbrand erst anfangen kann zu keimen, also dementsprechend aus einer Vernichtung kann etwas Positives entstehen. Nicht ganz so drastisch ist es hier, aber es ist doch schon, sie macht einen Schritt, der sie straucheln lässt, beziehungsweise auch ihre Ehe in Gefahr bringen kann. Mehr will ich auch gar nicht da verraten, man kann auch viel nachlesen, was ich zu diesem Buch schon geschrieben habe in Leseschatz. Ich fand es großartig, sehr emotional, klug geschrieben, toll geschrieben, in Kunstmann Verlag. Eine Entdeckung wert. Ebenso der Verlag Kulturbuchs, ein Verlag, den wir sehr mögen, wo wir auch vieles vorrätig haben, die auch sehr bemüht sind, halt wirklich den Buchhandel zu unterstützen. Sie haben tolle Bücher herausgebracht. Jetzt letztes Jahr kam zum Beispiel heraus Paris Noir, das sind Kurzgeschichten, so wie jetzt herausgekommen Berlin Noir, das sind auch wieder Erzählungen, Kurzgeschichten, die uns die Schattenseiten, die dunklen Seiten Berlins näherbringen mit tollen Autoren, Max Anders, Sui Beck, das ist auch die Verlegerin selbst, dementsprechend wirklich eine Entdeckung wert. Aus dem gleichen Verlag ist gekommen Pieper Goldschmidt, von der Notwendigkeit, den Weltraum zu ordnen. Dieses Buch habe ich auch schon bei mir besprochen, weil ich auf dieses Buch irgendwie auch stolz bin, weil ich durfte es vorab lesen, das heißt, ich habe das Manuskript bekommen und habe paar Zeilen dazu schreiben dürfen, die man auch bei mir im Blog nachlesen kann. Und so findet man auch zum ersten Mal von mir hinten auf dem Rückentext meine Worte wieder. Es sind Stories, dessen Sog ich mich kaum entziehen konnte, die immer um Naturwissenschaften sich drehen. Antisemitismus, Rassismus, Feminismus. Es sind kluge, tolle Geschichten, die auch mit Protagonisten spielen, die gelebt haben. Bertolt Brecht sei hier zu nennen. Also ich wünsche diesem Buch ganz viele Leser, die interessiert sind auf tolle, kluge Geschichten. Ebenso aus einem kleinen Kieler Verlag von Peter Radke. Peter Radke hat einen Star-Autor in seinem Programm. Natürlich hat er viele andere tolle Autoren, aber ich denke dort an Michael Engler. Michael Engler ist ein Autor, den man auch bitte mal zu einer Lesung einladen sollte, als Buchhändler bzw. zu einer Lesung gehen sollte, weil Michael Engler einfach ein Unikates. Also wenn man den erlebt, hat man das Gefühl, man hat eine Mischung zwischen Burroughs, Bukowski und Harry Rowold vor sich sitzen, weil er einfach toll liest und sein Roman Geschichte vom Ende des Bewusstseins, Zakopane, hat mich sehr begeistert. Ein Roman, der immer weiter ins Surrealistische abdriftet. Das ist die Reise von Geschwistern auf der Suche nach ihrem Vater und als sie in Zakopane ankommen, ist nichts, wie eigentlich es sein könnte. Hat so ein bisschen wie Just sein Garda das Ende. Also ein Buch, was wirklich begeistern kann. Sein Hauptwerk ist aber Wo zum Teufel liegt Memmingen? Das sind seine Kurzgeschichten, surrealistisch, humorvoll, voller Wortwitz, kluge Geschichten, die aufrütteln, zum Nachdenken anregen. Also ich denke, Michael Engler gehört zu den Autoren, die man einfach mal entdeckt haben sollte. Gehen wir zum Pendragon Verlag. Der Pendragon Verlag ist bekannt durch seine tollen Krimis, hat aber auch ein literarisches Programm. Ich habe sie exemplarisch rausgegriffen, Der weiße Affe von Kerstin Ehmer. Das ist ein Krimi, der spielt
in Berlin zu Zeiten des aufkommenden Nationalsozialismus. Der Polizist, also der Held des Romans, wurde versetzt, reist nach Berlin an und sein erster Fall, der ihm auf den Tisch gelegt wird, handelt von einem ermordeten Bankier und er taucht wirklich ein in eine Welt voller Antisemitismus, Rassismus, also das Aufkommen Nazis, aber auch gleichzeitig ist es die Zeit der rauschenden Feste etc. Also davon lebt dieses Buch, von der kompletten Stimmung, die wir aus der Zeit herausziehen können. Also ein toller Krimi mit historischem Gewand. Ein Bilderbuch habe ich herausgesucht im Jacobian Stewart Verlag. Der Fels und der Vogel von Wei, illustriert von Neo. Ein unglaublich emotionales, tolles Buch. Funktioniert als Coffee-Table-Book für uns als Erwachsene, aber auch für junge Leser. Handelt von einem Vogel und einem Felsen, die sich kennenlernen, anfreunden. Der Felsen steht nah am Wasser und wird von den Gezeiten halt angegriffen. Und der Vogel möchte ihn aus dem Wasser ziehen, weil er Angst hat, dass der Stein irgendwann nicht mehr sein könnte. Was natürlich nicht funktioniert und man kann sich vorstellen, die Lebensdauer eines Vogels ist nicht ganz so lang wie der Stein. Also unglaublich schönes, berührendes Buch. Auch möchte ich als Kunstwerke nennen die Bücher von Murakami, die ich ja schon mal erwähnt hatte bei mir. Ich mag diesen japanischen Autor sehr. Es sind Kurzgeschichten, Novellen, die illustriert sind, aber von Kat Menchik im Dumont Verlag erschienen, unter anderem Schlaf, die Bäckereiüberfälle oder die unheimliche Bibliothek, jetzt auch im Taschenbuch. Das sind Bücher, die wirklich von den Texten leben, aber auch dadurch, dass sie so großartig illustriert sind, sind es feine, tolle Kunstwerke, ebenso von der Kat Menchik. Auch im Galliani Verlag sind ja tolle Werke erschienen, exemplarisch habe ich rausgegeben, William Shakespeare, Romeo und Julia. Es gibt im Solipro Verlag auch Feines zu entdecken. Bettina Steinbauer, Das Unbehagen der Elsa Brandschan, ein älteres Buch, aber ich möchte es hier nochmal erwähnen, weil mich das sehr, sehr begeistert hat. Handelt von einer Frau, die verlassen worden ist und ihre Trauer, Depression nicht auslebt, sondern eher in die Wut hineingeht und auch das mit sehr viel Witz macht. Sie sucht Staus auf, reiht sich dort mit dem PKW ein, sucht die Gespräche zu Männern und lädt sie zum Kaffeetrinken ein, um die dann weiter zu provozieren. Sie ist eine Frau, die eigentlich ihren Roman vollenden möchte und dann auch später nach Amrum reist, um eine Grabstätte mit einem Koch zu besuchen. Also ein unglaublich witziges Buch, was, denke ich mal, nicht nur Frauen begeistern wird. Es ist voller Witz und voller Tragik. Es ist einfach großartig. Ebenso im Dörlemann Verlag, ein kleiner, feiner Verlag, der sich immer wieder heraustut durch tolle Entdeckungen, tolle Autoren, tolle Wiederentdeckungen. Das habe ich exemplarisch rausgezogen von Christina Vira, eine dieser Nächte. Das ist ein Roman, der uns während eines Fluges eine Geschichte erzählt. Es ist der Flug von Bangkok zurück nach Zürich. Und wir lernen die Protagonisten in diesem Flugzeug kennen. Einen Amerikaner, der ein bisschen nervt, aber alle anderen Geschichten werden auch erzählt. Und man kann gewiss sein, in dem Moment, wenn das Flugzeug auf der Landebahn in Zürich wieder ansetzt, ist nichts wie vorher. Eine tolle Entdeckung im Dörlemann Verlag, den man bitte auch gerne nicht nur am Indie Book Day Tag für sich entdecken sollte. Um auch nochmal ein Kochbuch zu zeigen, wobei ein Kochheftchen ist es mehr, das ist der Cobra Verlag. Die machen kleine regionale Rezeptbücher, die immer einen Bezug haben zu unserer nordischen Region. Jetzt habe ich hier exemplarisch Kiel herausgezogen, mit Fotos von der Verlegerin selbst herausgebracht, mit regionalen Rezepten, man ahnt es, von Kiel. Ebenso der Nautilus Verlag, ein wichtiger Verlag, der auch tolle politische, literarische Bücher herausbringt. Jetzt als Beispiel, jetzt in aller Munde wahrscheinlich Dennis Yücel. Wir sind ja nicht zum Spaße. Das beinhaltet viele seiner Texte und zwei von diesen Texten sind auch während seiner Gefangenschaft geschrieben worden. Dementsprechend ein spannendes, wichtiges Buch, mit dem man sich gerne beschäftigen sollte. Der letzte Verlag, den ich kurz erwähnen möchte, ist der Links Verlag. Bekannt geworden durch seine Art Länderporträts, die so funktionieren wie die Gebrauchsanweisung. Das sind Aufsätze, Kolumnen über Regionen wie hier exemplarisch Dänemark, dass man sich auch wirklich auf anderer Ebene mal mit Dänemark beschäftigen könnte. Im gleichen Verlag ist ein Buch erschienen, was es schon länger gibt, Friederike Gräf, Warten. Das ist eine Einladung, sich wieder auf die Energie des Wartens einzulassen. Wenn man heutzutage Menschen beobachtet, wie sie an Bahngleisen stehen, an der Bushaltestelle stehen. Man ist immer abgelenkt durch moderne Technologien, Smartphones etc. Was hat man früh gemacht? Man hat in die Wolken geschaut, man hat vor sich hingeträumt etc. Also dementsprechend eine Einladung, wieder die Energie des Wartens zu nutzen. Ich hoffe, es waren gute Tipps dabei, sonst kommen Sie einfach spätestens morgen bei uns vorbei, suchen Sie mich auf, unterstützen Sie uns, unterstützen Sie diese tollen, feinen Verlage. Bis bald, Hauke Harder von der Buchhandlung Almut Schmidt, bis für einen Leseschatz. Tschüss!